Herzlich willkommen zur letzten und fünften Woche für deine Beschwerden im Bereich Schultergürtel, Schulternacken und Schultergelenk. In der letzten Woche werden wir jetzt nochmal neue Bereiche kennenlernen. Vordere Rippen, Bereich unter dem Schlüsselbein, ist ein ganz, ganz wichtiger Muskel, der ganz verrückte Sachen verursachen kann und deswegen auch wichtig ist, dass wir den behandeln. Und schauen wir doch direkt, was uns erwartet. Also legen wir los mit Bekanntem. Wir müssen sofort diese Woche weitermachen und triggern unsere Sehne, die Supraspinatussehne vorne. Und das macht die Kathi jetzt sofort. Und ihr bitte zu Hause auch wieder an die Wand, Türrahmen oder am Kleiderschrank. Hauptsache, der Kopf kann an der Wand vorbei. Ganz, ganz entspannt. Und das muss auch gar nicht so feste sein, ihr Lieben. Ne? Leichter Kontakt mit eurer Schmerzstelle an dieser Supraspinatussehne. Und dann lasst ihr leicht triggern. Und ihr kennt es nach den ersten 60 Sekunden Gewöhnungsphase. Ganz leicht, auch ganz leichte Bewegungen reichen auch in diesem Fall aus. Und die Kombination Triggern und Bewegung ist einfach unschlagbar. Und das macht ihr bitte jetzt 3 Minuten mindestens. Ihr kennt das, 3 bis 5 Minuten wechseln, triggern und triggern, während ihr mobilisiert. Supraspinatussehne. Und jetzt ist schon die Frage, ist das schon von letzter Woche schon ein bisschen besser geworden? Und wir müssen an diese Sehne halt einfach ran. Sehnengewebe wird generell schlecht durchblutet und deswegen müssen wir versuchen, der Sehne immer einen Tritt in den Hintern zu geben, damit wirklich die Sehne vermehrt durchblutet wird und sich dadurch dann auch neu positionieren kann und auch letztendlich sich regenerieren kann. Supraspinatussehne haben wir verstanden. Wir gehen direkt, wir bleiben schon fast so schräg. Wir müssen die Brustmuskulatur wieder mitnehmen diese Woche. Das ist ganz wichtig. Schaut mal, in welchen Bereichen ihr noch nicht so tätig wart in der Brustmuskelregion. Und wenn ihr euch noch nicht getraut habt, auch die Sehnen der Brustmuskeln nicht zu dehnen, sondern zu triggern, dann ist in dieser letzten Woche jetzt genau Zeit dafür. Also die Sehnen der Brustmuskeln, dieser kleine Brustmuskel, der Pectoralis Minor, hatte ich schon mal eingangs erwähnt. Das ist eigentlich der, der unsere Schulterregion komplett nach vorne zieht. Kennen wir, ne? Diese Menschen, die die Schulter nach vorne gezogen haben, so nach vorne gezogen haben, das macht mitunter die Brustmuskulatur. Und das wollen wir nicht, weil wenn wir jetzt unsere Schulter nach vorne ziehen, dann laufen wir Gefahr, das Schulterblatt hinten wieder in Richtung Scapula alata, Engelsflügelchen, wieder aus seiner Position rauszuholen. Und das macht wieder Schultergelenksprobleme. Also, Brustmuskulatur ganz wichtig. Jetzt habe ich euch versprochen, wir werden jetzt einen besonderen Muskel behandeln. Das ist unser Schlüsselbein, die Clavicula. Sieht bei Kathi sehr gut aus, kann man wunderbar sehen. Und genau unterhalb des Schlüsselbeins haben wir einen Muskel, der heißt Musculus subclavius. Wieder vergessen, subunterclavius clavicula als Schlüsselbein, unterhalb des Schlüsselbeines und meistens eher hier in diesem mittleren Drittel, da ist ein Triggerpunkt und der ist eklig. Und wenn man den drückt, den werdet ihr merken, das tut dann schon so ein bisschen weh. Wenn dieser Muskel jetzt dicht ist durch Schulter nach vorne, durch keine Bewegung, durch Festigkeit, dann zieht er sich zusammen, der Triggerpunkt wird aktiv und dann kann es sein, dass wir Ausstrahlungen bekommen entlang der Schulter und Arm und sogar Hände. Die Hände können auch anfangen zu kribbeln. Und dann denken alle, um Gottes Willen, Bandscheibenvorfall. Nein, es muss nicht immer ein Bandscheibenvorfall sein, sondern ein aktiver Triggerpunkt des Musculus subclavius direkt unterhalb des Schlüsselbeins. Warum? Weil hier haben wir ein Engpass-Syndrom. Hinter dem Schlüsselbein haben wir die erste und zweite Rippe und da laufen ganz viele Nerven her
Und wenn das eng ist, werden die Nerven gedrückt und wir haben eine Ausstrahlung. Aber keine Angst, kein Herzinfarkt, auch keinen Bandscheibenvorfall, sondern Engstelle im Bereich Schlüsselbein, erste und zweite Rippe. Wir haben ein ganz tolles Produkt für euch, TMX Original Plus. Und wir können wunderbar, gucken wir uns jetzt mal nah an, wunderbar diesen Bereich hier unterhalb des Schlüsselbeins triggern. Und das können wir wunderbar mit unserem Plus. Sieht so aus. Geht ganz einfach. 60 Sekunden Gewöhnungsphase nach den 60 Sekunden Triggern wird mobilisiert. Sieht super gut aus, klasse. Und das im Wechsel, 30 Sekunden triggern lassen, 30 Sekunden mobilisieren, während du dich triggerst, und das in einem Zeitfenster so häufig wiederholen, zwischen 3 und 5 Minuten. Sehr effektiv, nehmt diesen Punkt mit auf und der wird euch sicherlich noch Erleichterung bringen. Nächster Punkt, vorne die Rippen. Ja, die kann man auch triggern tatsächlich. Wir haben nämlich vorne zwischen den Rippen auch Muskeln. Das ist die Inter heißt zwischen, Koste heißt Rippen, also interkostale Muskulatur. Die haben wir überall. Kennt ihr das? Dass auch manchmal dieser Bereich hier sticht oder es zwickt und zwackt. Und der eine oder andere sagt, oh, ich habe Herzprobleme oder mein Brustmuskel und es zwickt und es tut hier weh. Das ist das Tietze-Syndrom. Die Rippen, die knöchernen Rippen, die setzen vorne am Brustbein an. Und die Verbindung zwischen Rippen und Brustbein, da haben wir hier knorpelige Gelenke. Nehmt das mal so hin. Und da haben wir in diesen knorpeligen Gelenken zwischen Rippen und Brustbein Spannungen, ganz viele Spannungen. Und deswegen macht es Sinn, diese Spannungen zwischen den Rippen entgegenzuwirken. Nummer 1. Und wenn du jetzt hier diese Probleme hast, dann triggerst du das. Und ganz wichtig, dann machst du dann danach auch deine Brustwirbelsäule. Weil die Rippen, die kommen ja von der Brustwirbelsäule und gehen über den Bogen vorne ans Brustbein ran. Also müsst ihr hier Verspannungen lösen und dann aber auch gerne vorne die Rippen. Also Attacke, wir gucken mal, wo wir zwischen die Rippen hier kommen. Und das kann nur Kathi und du zu Hause am besten fühlen. Zwischen die vorderen Rippen. Ja, und das ist auch ein großes Gebiet. Wir haben da viele Rippen. Wir haben viele Zwischenrippenbereiche. Und dann gebt ihr Gas. Und wichtig ist, nach der Gewöhnungsphase, nach den 60 Sekunden, fangt ihr auch mit der Mobilisation an. Hier ist nicht nur die Mobilisation Arm gut, sondern auch die Mobilisation tiefe Ein- und Ausatmen. Das ist wichtig. Tief einatmen, tief ausatmen. Warum? Die interkostale Muskulatur sind auch Atemhilfsmuskeln. Wenn ich einatme, wird der Brustkorb groß und weit. Und da müssen ja gewisse Muskeln angespannt werden, die das ja auch letztendlich machen. Zwerchfell, aber auch interkostale Muskulatur. Und deswegen ist das Zusammenspiel Nacken, Halswirbelsäule, Schultergelenk, Rippen, Atmung, Zwerchfell und interkostale Muskulatur, die Muskeln zwischen Rippen, einfach ganzheitlich unfassbar sinnvoll, das dann auch zu behandeln. Also, wir haben ja mehrere Rippen, da kann man auch mal ein bisschen wechseln, auch mal ein bisschen tiefer gehen. Also, wir haben hier vorne viele Rippen und dann könnt ihr euch schön dort austoben und schauen, wo habe ich eigentlich Verspannungen, wo sind Schmerzpunkte in diesem Bereich, und die gehe ich dann auch gerne mal an. Also schaut euch diesen Bereich an, das ist sehr, sehr wichtig. Denkt an die Einatmung. Da darf man auch mal die Ein- und Ausatmung auch richtig hören. Gut, wunderbar.
Bitte vergesst nicht, Schultern auch immer mal so ein bisschen lockern, mal die Arme mal ausbaumeln lassen quasi. Schulterblätter nach vorne und nach hinten. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Brust raus und die Schulterblätter nach hinten, unten zusammendrücken, auch einfach mal fallen lassen. Das sind alles schöne Dinge, die man machen kann. Ihr Lieben, fünfte Woche habt ihr noch vor euch. Ich hoffe, ihr habt viel lernen können. Ihr konntet euch auch ein wenig helfen mit unseren tollen Produkten und mit unseren Tipps. Und ich wünsche euch, wie gesagt, noch in der letzten Woche viel, viel Freude und viel Spaß dabei.